Guten Abend, Sachsen. Hallo, Deutschland. Boris Pistorius hat am Sonntag in einer ZDF-Sendung Berlin direkt vor Kriegsgefahr in Europa gewarnt. Der Bundesverteidigungsminister hat vor Kriegsgefahren in Europa gewarnt und auf Tempo bei der Modernisierung der Bundeswehr gedrängt. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen, sagte der SPD-Politiker. Vorwürfe, die Modernisierung der Bundeswehr gehe zu langsam, ließ Pistorius nicht gelten. Viel mehr Tempo geht gar nicht, sagte er. Zwei Drittel des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens seien bereits vertraglich gebunden. Produktion und Lieferungen bräuchten aber Zeit, räumte der Minister ein. Zugleich sei man dabei, Strukturen bei der Bundeswehr zu verändern. Da stelle ich mir doch die Frage, man hat die Wehrpflicht in Deutschland abgeschafft. Wie soll denn die Gesellschaft eingebunden werden in Kriegshandlungen? Und wie geht ihr damit um? Was meint ihr dazu? Und wie erklärt ihr es euren Kindern? Denn es ist kaum vorstellbar, Kriegsgefahr für Deutschland und dennoch in der jetzigen politischen Situation jederzeit möglich. Der blaue Kanal für euch, für Frieden und Freiheit. Seid bereit.